Heiko Spauke ist Teil des neuen Präsidiums beim 1. FC Lok. Er und seine Gremiumskollegen sollen den Club aus der Krise führen. Innerhalb der Gremien ist es relativ ruhig. Wir wissen genau, was wir jetzt vorhaben, die Wege, die wir gehen müssen. Und die werden wir jetzt auch trotz der äußeren Einwirkungen einfach weitergehen. Kernaufgabe: verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellen. In allererster Linie müssen wir wieder viel kommunizieren mit den Mitarbeitern, mit den Sponsoren, mit den Fans, mit den Mitgliedern. Dafür haben wir am Montag den ersten Mitgliederabend, der auch schon überfällig ist. Es gab ja mal die Devise, dass wir den einmal im Monat machen. Den werden wir jetzt wieder regelmäßig machen und einfach das Vertrauen zurückzugewinnen. Kein leichtes Unterfangen in einem seit Monaten tief zerstrittenen Verein. Ex-Präsident Thorsten Kracht vor gut einer Woche abgesetzt, wie sein gesamtes in zwei Lager gespaltenes Präsidium. Mir gefiel die Art und Weise nicht, bin ich ganz ehrlich. In dem Videocall nach 5 Minuten dann irgendwo am ersten Urlaubstag seine Abberufung zu erfahren, hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Wir reden immer gerne viel von Werten. Zuvor hatten 21 Mitarbeiter Kracht Alleingänge und einen grenzwertigen Umgangston vorgeworfen. Ein weiterer Streitpunkt, die Trainerfrage. Kracht wollte Almedin Chiva schon im Oktober nach einem 0:5 bei Viktoria Berlin freistellen. Es gab danach dann Gespräche mit den Gremien, mit Aufsichtsrat, mit Präsidium, wo sich die Mehrheit ganz, ganz deutlich für eine Freistellung ausgesprochen hat. Trotzdem kam es nicht zu Beurlaubung. Normalerweise ist es so, und so ist es auch in der Aufsichtsratssitzung festgelegt worden, dass das Präsidium, sprich dann also auch federführend meine Person, diese Entscheidung mitzutreffen hat. Die sind dann halt nur von seitens der Geschäftsführung so nicht umgesetzt worden. Schwere Vorwürfe gegen die Geschäftsführer Martin Miet und Alexander Vogt. Vollkommen haltlos, erklären ehemalige Präsidiumsmitglieder gegenüber dem MDR. Einen solchen Beschluss wie von Kracht in den Raum gestellt, habe es nie gegeben. Unabhängig davon, die beiden Geschäftsführer auch bei Teilen der Fans schwer in der Kritik. Pro Kracht, Miet und Vogt weg, war gestern zu lesen. Äußern wollen sich die Geschäftsführer nicht. Vom Club nur so viel. Da müssen wir definitiv erstmal eine ganze Menge Missverständnisse ausräumen, viele Mythen beseitigen, die jetzt hier in den letzten Tagen kursiert sind. Und das machen wir aber intern zusammen mit den Mitgliedern und mit den Mitarbeitern. Klare Stoßrichtung, interne Aufarbeitung statt öffentlicher Schlammschlacht. Blick nach vorn. Wie wollen wir uns zukünftig finanziell aufstellen? Wo wollen wir sportlich hin? Auch ganz wichtig. Ich glaube, wir sind uns alle einig in dem Verein, dass wir perspektivisch doch mal in die dritte Liga wollen. Dafür muss aber infrastrukturell, personell und finanziell die Voraussetzung geschaffen werden. Und da werden wir uns auch die nötige Zeit nehmen. Und ja, und wenn es noch 5 Jahre dauert, dann ist es halt so. Aktuell stehen wichtige Personalentscheidungen an. Wer wird neuer Präsident? Und soll ein neuer Trainer kommen? Also das aktuelle Trainerteam hat auf alle Fälle unsere vollste Unterstützung und auch das Vertrauen. Na klar, wäre es wünschenswert, wenn das funktioniert, und wäre für uns natürlich die beste Lösung aus den eigenen Reihen. Sportliche Erfolge würden in jedem Fall helfen, den Club zu befrieden und wieder zu vereinen.